Diese Callcenter-Betrüger sind echt das Letzte. Die nehmen Daten von meist alten Leuten, die im Umlauf sind und viel angerufen werden, und tun so, als würden sie einem helfen können, dass der Telefonterror aufhört. Sie sind mit Ihren Daten in verschiedenen Glücksspielgesellschaften. Also glauben Sie Okay. mir, dass dieses Gespräch ist für Ihre Sicherheit. In Wirklichkeit ist alles gelogen und sie wollen nur Geld an einem verdienen durch Abschluss eines Lottoabos. Deshalb müssen wir heute Ihre ganzen Daten stornieren. Wegen dem müssen Sie noch ein einziges Mal die Teilnahme nehmen beim Lotterie. Da haben Sie bei mir aber den Falschen erwischt. Ich spiele erst das leichtgläubige Opfer, gewinne mit der Zeit Ihr Vertrauen und locke Sie am Ende in eine rechtliche Falle, die Ihrem gesamten Abzocker-Callcenter zum Verhängnis wird, da ich als Beweis alles aufzeichne. Und Kontoinhaber sind Sie selbst, richtig? Ja, nee, es sind meine Freunde. Dann müssen Sie jetzt so zustimmen, Herr Ruin. Wie wär's damit? Okay, Ich lüge einfach in dann. der Aufnahme und sage, das ist mein Konto, weil dann wird ja bei ihr abgebucht. Ja, genau. Das ist Perfekt, auch eine geil. Lösung. Dann machen wir, danke. Okay, Ja, jetzt sind Sie meine dann fangen Komplizen. Sie müssen, dürfen mich aber nicht so Sie. verraten und nicht, bitte nicht zur Polizei gehen oder so, dann kriege ich Nee, den nee. Ärger. Nee, Okay. nee, Herr Ruin, um Gottes Willen. Um Aber Gottes egal. Willen. Das Callcenter ist nur Vertriebspartner einer Lotteriegesellschaft und mit dieser Aufnahme habe ich genug Beweise, um sie da komplett rauszuschmeißen. Viel Spaß mit dem Anruf. Likes und Kommentare helfen mir und schaden solchen Betrügern. Spreche ich mit Rudolf Ruin? Ja. Herr Ruin, der Grund meines Anrufes ist, wir haben einen E-Mail erhalten von der Rechtsanwaltskanzlei, zweck, dass Sie jeden Tag unseriöse Anrufe bekommen hätten von den Gewinnspielgesellschaften. Ist das soweit richtig, Herr Ruin? Ja, mehrere jeden Tag. Bitte verstehen Sie nicht falsch, wir sind nicht von den Gewinnspielgesellschaften. Wir sind staatlich gefördert, Sie nochmal zu informieren. Sind Sie normalerweise aktive Gewinnspieler? Also welches Gewinnspiel denn nicht? Beim Euromillion-Jackpot. Da habe ich noch nie mitgemacht. Herr Ruin, also ich glaube Ihnen schon, aber wir haben irgendwann oder irgendwo Ihre Daten freigeschaltet, obwohl das ist auch gesetzlich verboten ist. Deshalb bekommen Sie täglich die Anrufe. Also sind Sie jetzt ein Rechtsanwalt oder wer sind Sie dann? Von welcher Ich bin Institution? vom Kündigungsabteilung von Maxi Service Deutschland, Herr Ruin. Also ich bin die Beamtin und meine Aufgabe ist, Ihnen alles zu erklären. Also Beamtin heißt, dass Sie sind so wie Lehrer oder wie Polizist, dass Sie quasi von Deutschland Nein. beauftragt werden, mir zu helfen. Ja, ich muss Ihnen behilflich sein. Also ich bin nicht von Gewinnspielgesellschaften. Verstehen Sie, was ich meine? Echt dreist manipulativ, sich hier als Helfer und auf der Seite des Angerufenen auszugeben, obwohl deren ganzes Ziel ist, mit Hilfe Drohungen Geld an einem zu verdienen. Aber wenn sie dieses Helfer-Opfer-Rollenspiel so mag, dann spiele ich mal so richtig mit. Ja, können Sie mir da helfen, weil die sind voll gemein. Die rufen hier immer an und die sagen, ich muss Geld bezahlen und dann beleidigen die mich. Nee, nee, Sie müssen gar nichts. Dann sagen die, ich muss Inkasso und ich habe irgendwie richtig viel Ärger am Hals und ich weiß einfach nicht mehr, was ich tun soll. Ich bin so verzweifelt, verstehen Sie? Jeden Tag Ja. kommen hier die Anrufe und wissen Sie, was das Schlimmste ist? Es hat schon jemand angerufen und die haben mir gesagt, die tragen mich überall aus, dann hören die Anrufe auf und dann muss ich nichts mehr machen und das habe ich den, dann muss ich den außergerichtliche Einigung, habe ich den 2300 Euro gesendet und Um dann. Gottes Willen. Ja, das war so irgendwas mit Inkasso, Colexia und Partner oder irgendwie sowas waren das. Colexia und Partner ist auch das Rechtsanwaltsunternehmen, bei dem die Anrufer so tun, als würden sie mit genau denen zusammenarbeiten. Vom Wortlaut her weiß ich auch, dass der Name eigentlich auf ihrem Skript steht. Sie hat den bloß bei der Begrüßung vergessen, weshalb ich ihn jetzt hier explizit erwähne, um ihr später richtig Probleme zu machen. Und dann hab ich das bezahlt und die haben gesagt, die Anrufe hören auf und Anrufe gehen immer weiter. Also, wie gesagt, als erstens, ich bin wirklich nicht von den Gewinnspielgesellschaften, Ja, aber es Sie gibt sind auch ganz nett. viel. Ich wollte Ihnen jetzt auch gar nichts vorwerfen und so. Sie sind ja nett und geduldig und alles. Ich muss. Herr Rühn, ich glaube Ihnen schon. Und glauben Sie mir, Sie sind auch nicht die einzige Kunde, die solche Probleme gelebt hat. Es gibt viele, viele Gewinnspielgesellschaften. Bei meiner nächsten Antwort übertreibe ich es richtig. Da sieht man mal, wie wenig die einem wirklich zuhören. Ja,
Wissen Sie, wie schlimm das ist, wenn man als Lügner bezeichnet wird? Weil die rufen Genau. ja an, ne? Und ich sage denen, ich habe mich da nicht eingetragen, ich weiß nichts davon. Und dann sagen sie, ja, selber schuld und sie müssen auch die AGBs lesen und so. Da muss mal jemand wie Sie kommen, der nett ist und der richtig mit einem redet und der einem das auch erklärt. Weil, woher soll ich das dann wissen? Ich bin hier nur armer Mensch, der sich seit 8 Jahren oder so intensiv mit der Thematik beschäftigt und jedes kleine Detail weiß und das gesamte Skript und alles kennt. Und na, was sollen die dann machen? Herr Ruin, also es gibt, also mit Gewinnspielgesellschaften kann man nicht einen Schritt weitergehen. Das sind Nämlich die Auf Abzocker, das sind miese ja, Betrüger sind das. genau, also die Aufgabe von den Gewinnspielgesellschaften sind, die möchten nicht nur die Kunden belästigen, die möchten auch von den Kunden immer Geld abkassieren. Und leider, sie sind auch nicht die einzige Kunde, die solche Probleme gelebt hat. Die IBAN kann man nicht freigeben, das ist auch gesetzlich verboten, Herr Ruin. Was heißt Bankdaten freigeben? Das kenne ich Also nicht. die IBAN, die Konto, die BIT-Nummer, Ihre Bank Ja. ist Commerzbank. Also die müssen Ja, das ihre ist meine ganzen. Bank. Oh mein Gott, woher wissen Sie das? Sie sind mit ihren ganzen Daten in verschiedenen Glücksspielgesellschaften. Sie sind in einem Karussell, Herr Ruin, und sie würden täglich mit ihren Daten hin und her immer weitergeleitet. Und die lügen auch. Die Frau ruft an, sie sagt, sie ist aus Österreich, aber dann höre ich im Hintergrund, wie die Türkisch redet. Und dann frage ich sie, welche Na? Sprache war das? Ist das Türkisch oder so? Und dann sagt die mir, nee, das war Italienisch. Aber ich kann Italienisch, weil meine Oma ist die Tante von Super Mario und die hat quasi mir im Italienisch beigebracht. Und da weiß ich gar nicht mehr, wem kann ich jetzt vertrauen, ne? Wer verarscht mich hier gerade? Wer erzählt mir Quatsch? Wer erfindet einfach alles? Die werden auch Herr Ruin, manchmal wütend und so und patzig und ich. Ja, na, ich also wie bin hier der Arme gesagt, am Telefon, der nur meinen Spaß haben will und ich weiß gar nicht, wo rechts und links mehr ist bei solchen ja Leuten. genau. Und Sie sind auch nicht die einzige Kunde, die solche Probleme gelebt hat. Ich rufe fast über 300 Kunden an in der Tag, wie Sie. Was? So Und viele? ja. So viel, Boah. und zwar, wir bekommen über 1000 E-Mails von den Kunden, von den Bürgern, dass sie Nein. täglich immer belästigt geworden sind. Und zwar, deshalb hat die Rechtsanwaltskanzlei jetzt einen Start gegeben. Die Kunden, die immer belästigt geworden sind, rufen wir an und wir möchten fragen, ob sie von diesem ganzen Geschichte rauskommen möchten. Nämlich, sie haben immer noch die Möglichkeit. Und zwar die rechtlichen Ja, bitte Details. helfen Sie mir, retten Sie mich. Das ist, Ja. ich bin schon so kurz davor, hier irgendwie Ja. nach Peru auszuwandern oder so Panama Papers zu Genau, machen, genau. weil. Also wir müssen heute Ihre ganzen Privatdaten aus dem Datenzentralbank stornieren, damit Sie auch endgültig eine Ruhe haben würden. Sie bekommen die ganze per postalisch an Ihre Adresse. Langer Weg, Dickel. Stimmt das? In Diekel, genau, mit IE geschrieben. Ach so, mit IE, Ja, richtig. genau. Okay. Ja. Vom Diekel, Diekel. richtig. Ja, Diekel. Sie müssen sagen Diekel. Jetzt Dieke, haben Sie ja, es, ja. Dieke. Boah, die haben ja alle Daten von mir. Das macht einem schon Angst, oder? Deshalb müssen wir heute Ihre ganzen Daten stornieren. Und wie Nämlich, Sie von. sind nicht nur bei einem Gewinnspielgesellschaft, Sie sind mit Ihren Daten in verschiedenen Glücksspielgesellschaften. Und deshalb bekommen Sie täglich die Anrufe, nämlich Sie sind mit Ihren Daten täglich hin und her immer weitergeleitet. Also meine Daten sind so richtig so ein Luder, was quasi immer rumgereicht wird im Kreis und Ja, da ja, machen die ja, quasi, ja. die ganzen Callcenter machen so virtuelles Daten, Orgel Genau. und machen dann. Ja, das ist ein großes Terreur. Nur, Herr Ruin, wegen den Prozeduren müssen Sie noch ein einziges Mal die Teilnahme nehmen beim Lotterie. Diese Daten sind da jetzt freigegeben und die sind im Umlauf. Also die Hälfte sind ja so Gewinnspiel und normale Sachen, aber die andere Hälfte sind so richtig schlimme, kriminelle, Mastermind, crazy Leute, die irgendwie mit Fake-Polizeiabholer und Enkeltrick und so. Und wenn sie jetzt so eine Sperrliste haben, diese ganzen kriminellen Leute, die interessiert das ja nicht, weil die sind ja sowieso schon illegal. Die rufen ja auch an, selbst wenn sie keine Erlaubnis haben, oder? Genau. Können Sie auch dagegen was machen? Also, Herr Ruin, als erstens muss ich Sie mit Ihren Daten auf dem sicheren Site zulegen, damit Ihnen keiner wieder erreichen kann. Und zwar, danach müssen wir eine Anzeige starten zu den Gewinnspielgesellschaften, weil sie täglich immer belästigt geworden sind.
Also glauben Sie mir, dass dieses Gespräch ist für Ihre Sicherheit, für Ihre Günste. Aber als erstens müssen wir Ihre ganze Daten stornieren, damit Sie von den Werben und von den Gewinnspielgesellschaften wieder keine Anrufe bekommen haben. Und nur wegen Okay, den aber Prozeduren. meine Ja. Frage war, was machen wir mit den illegalen Anrufern? Weil die, wenn so Sperrliste interessiert die ja nicht, die rufen ja trotzdem Also an, oder? die Rechtsanwaltskanzlei arbeitet immer noch über diesen Themen, was die Leute machen müssen. Also bis so weit bin ich nicht, also ist So. das weiß ich nicht. Ich bin nämlich nur die Beamtin. Aber die Bürger Natürlich. müssen noch entscheiden und mal sehen, was die machen müssen. Also wir leben in Deutschland, Herr Ruin. Das ist Ja, eine große genau. Katastrophe, was wir Ja. leben. Und deshalb müssen wir die Daten stornieren, damit sie auch endgültig eine Ruhe haben würden. Und Das ist nämlich für ihre Künstler. mit welcher Anwaltskanzlei arbeiten wir dann zusammen? Oder weil ich habe so einen Rechtsschutzversicherung, wo ich meinen eigenen Anwaltskanzlei habe. Oder kann ich dann Ihre nehmen? Oder wie heißt Ihre? Vielleicht ist das ja die Also, gleiche. schreiben Sie es bitte auf. Ja. Unsere E-Mail-Adresse läutet Anwalt Ja. GHB-Kanzlei.de. Aha. Okay. Was ist der Name von den Rechtsanwaltskanzlei? Rechtsanwaltskanzlei Collectia und Partner. Hier hat die Betrügerin nicht aufgepasst, was ich vorhin gesagt habe, und wird deshalb auf sehr lustige Weise sehr hart zurückrudern müssen. Ja, den habe ich schon mal 2300 gezahlt. Das waren doch die ich ganz am Nein, Anfang nein, gesagt nein, habe. nein, nein, Collexia nein. und Partner. Aber wir sind nicht vom Rechtsanwaltskanzlei Collectia und Partner. Sie Nee, aber würden das immer sind belästigt. Betrüger. Die gibt es Ja, nicht, weil ich habe denen ja, 2300 Euro geschickt genau, und die haben mir kein bisschen genau. geholfen. Genau, diejenigen hat ihnen immer betrügt und immer Ja. von ihnen Geld abkassiert. Wir müssen die Anzeige zu diesem Okay. Rechtsanwaltskanzlei starten, weil Ach diejenigen so. nicht Rechtsanwaltskanzlei sind, weil diejenigen eine Betrügerin Ach sind. so, nein, nein, Verstehen Sie nein, mich? sorry, sorry, sorry. Sie haben die Frage falsch verstanden. Ich meine nicht, wie heißt der Name von der Rechtsanwaltskanzlei, die wir anzeigen müssen. Ich wollte fragen, wie heißt der Name von der Rechtsanwaltskanzlei, mit der Sie zusammenarbeiten, also Ihre. Ach so, okay. Also wir arbeiten mit Rechtsanwaltskanzlei Maxiservice Deutschland. Ach so, jetzt. Oh wow, die ist ja maximal unkreativ und auch recht dumm, weil sie sich vorhin schon selber als Maxi-Service vorgestellt hat. Aber ich wollte hier nicht zu sehr drauf rumhacken, weil sie sonst vielleicht auflegt und das Gespräch sehr amüsant war. Also, Herr Ruin, nur wegen den Prozeduren ist die Teilnahme, damit ich die restlichen 11 Monate von verschiedenen Glücksspielgesellschaften kündigen und die Bankdaten aus dem Datenzentralbank stornieren kann. Und das wird dann auf Ihre Bank, Commerzbank, auf Ihre IBAN, die jetzt vor meinem Bildschirm steht, wird wieder überwiesen. Ja. Und die ersten 3 Ziffern ist von Ihrem Bank 41, also die IBAN 412. Und die letzten 3 Ziffern ist 533, richtig? Oh mein Gott. Ja, das ist Ja, Herr Ruin, 100% richtig. Das ist. Herr Ruin, also Boah, mir heute ist schlottern die, hier die Knie. Das macht einem Angst. Herr Ruin, also heute ist die 2. Oktober 2023. Mit Ihrem Ja. Erlaubnis muss ich heute Ihre ganze Privatdaten stornieren. Sind Sie damit einverstanden? Ja, bitte helfen Sie mir, retten Sie mich. Ich Okay. bin ein Star, ich Okay, will hier raus. kein Problem. Glauben Sie mir, fast über 300 Kunden rufe ich an und am meisten, also über 200 Kunden, sagt mir, ich bitte Ihnen, nehmen Sie von diesem ganzen Geschichte mich raus. Wer ist denn so dumm und sagt, dass er keine Hilfe will? Wollen die dann mehr Geld bezahlen oder was stimmt nicht mit denen? Warum soll man das Natürlich, nicht wollen? natürlich, natürlich. Sie haben vollkommen recht. Also dann fange ich mit Ja. dem Aufzeichnung an. Haben Sie umsonst eine Frage, Herr Ruin? Nämlich bei der Aufzeichnung bitte ich Ihnen keine Fragen vorstellen. Umsonst muss ich jetzt stoppen und wieder von Anfang anfangen. Sind Sie soweit? Wenn die Frau an dieser Stelle gewusst hätte, dass ich hier absichtlich unzählige Male die Aufnahme versaue, hätte sie hier, glaube ich, auf keinen Fall weitergemacht. Also dieses Lotto oder was dann so Ja. Tippgemeinschaft oder was ist das, was sind überhaupt diese Konditionen und die Bedingungen von dem Also die Spiel? Gewinnspiel, eine Sekunde bitte. Also das ist die, Moment mal, Spielgemeinschaft an der Lotterie Euromillions, Herr Ruin. Das müssen wir kündigen.
Also mit Nee, nee, ich Euro meine Million. dann, wie viele Tippreihen sind das, Ach so. wie viel Gewinne wird ausgezahlt, mit wie vielen Leuten spielt man zusammen? Herr Ruin, das ist nur Ja. eine Prozedüre, damit ich Ihre Daten aus dem Datenzentralbank stornieren kann. Ihre Geld bekommen Sie innerhalb in einem Monat wieder zurück. Damit wir die Daten als erstens stornieren und danach müssen wir eine Anzeige starten zu demjenigen, dass Sie täglich belästigt geworden sind. Ich habe Mit auch. Da diese Betrüger eine echte Kontaktmöglichkeit in Form der E-Mail haben, versuche ich sie bzw. ihren Chef mal ein bisschen zu locken. Es hat jemand hier angerufen und der hat gesagt, wenn ich da Geld einzahle, dass sie das dann verdoppeln und verdreifachen. Und weil ich hatte von vor 10 Jahren, ich hatte noch Bitcoins. Ich hatte 20 Bitcoins und jetzt habe ich 10 Bitcoins an die gesendet und dann haben die sich nicht mehr gemeldet. Und können Sie oder kann Ihr Rechtsanwalt helfen? Weil 10 Bitcoin ist ja so viel Geld und ich habe noch die anderen 10 Bitcoin, aber ich weiß nicht, wem ich vertrauen kann. Und okay, dann muss ich die ganze noch einmal notieren, dass Sie ja. 10 Bitcoin, bei dem Bitcoin waren Sie da. Ein Bitcoin sind ja 26.000 Euro. Das heißt, 10 Ein Bitcoin, Bitcoin. genau, das heißt, 10 Oh, Bitcoin sind 260.000 Euro. Das ist sehr viel Geld. Und Das ist, um Gottes Willen, das ich ist eine weiß, Menge Geld. deshalb, das ist extrem wichtig. Und jetzt, die anderen Leute, wo ich anrufe am Telefon, so sind immer komisch, kann ich nicht vertrauen. Und ihnen kann Ja. ich endlich mal vertrauen. Jemand, der nett ist, der mir alles erklärt, der geduldig Ah, ja, ist. na Und ja, natürlich, ich weiß nicht, natürlich. vielleicht, ich weiß ja, ihr Job ist ja eher so, dass sie das mit den Lotto und mit den Kündigungen machen, aber Ja, ja, vielleicht können sie ja, ja auch ja, mal ihren ja, ja, Vorgesetzten oder Chef fragen, weil wenn sie mir ja. helfen könnten, die Okay, 10 Bitcoin okay. zurückzubekommen oder wenn sie mir zumindest anderen helfen können, dass ich die 10 Bitcoin, die ich noch auf meinem Handy habe, irgendwie in sichere Euro umwandeln kann, weil das sind 260.000 Euro, das ist so viel Geld und ich weiß einfach nicht, Oh. wem ich vertrauen kann. Ja, ich glaube Ihnen schon. Herr Ruin, das würde ich in 10 Minuten nach dem Aufzeichnung, muss ich jetzt wieder noch mal fragen, ob wir Ihnen noch mehr behilflich sein können. Haben Sie auch eine E-Mail-Adresse, damit ich Ihnen noch mehr behilflich sein würde? Million Credits mit S for everyone at gmail.com. Million Credits for everyone. Okay, das habe ich jetzt. In ein paar Stunden werde ich zu meinem Vorgesetzten die ganz noch einmal fragen, ob wir Ihnen behilflich sein werden. Dann fange ich mit Okay. der Aufzeichnung an, Herr Ruin. Ja. Ich bitte Ihnen inzwischen keine Fragen vorstellen, und sonst muss ich es stoppen, wieder von Anfang anfangen. Sind Sie soweit? Okay. Also wegen den Prozeduren muss ich die Gespräche aufzeichnen. Sie müssen ab dieser Minute auch sehr gut aufpassen. Niemanden, niemals wieder die Bankdaten freischalten. Und sonst nämlich fängt die Theater wieder von Anfang an. Das ist nämlich die letzte mündliche Aufforderung für Sie. Okay? Okay, das ist jetzt gegen die Leute, die so legal, die sich an die Rechte halten. Genau. Aber was machen wir Genau. denn mit den illegalen Anrufern? Weil die interessiert ja Sperrliste nicht. Das muss ich jetzt fragen. Deswegen habe ich Ihre E-Mail-Adresse genommen. Weiß ich nicht, wie können mir Sie behilflich sein? Ja, sie weiß es nicht, weil es unmöglich ist. Wenn die Daten im Umlauf sind, können die da gar nichts machen. Deshalb erfinden wir einen Grund, warum sie auf uns warten muss. Und in der Zeit können sie ja nachfragen. Ich hab grad vergessen, ich habe nicht auf die Zeit geschaut, weil ich muss jetzt sofort eigentlich weg. Können Sie dann einfach heute Nachmittag oder morgen Es nochmal dauert anrufen? nur 2 Minuten, Herr Ruin. Es dauert nur 2 Minuten. Innerhalb von Also ich zwei muss, Minuten nehme mein ich Sie Bus raus. kommt in 6 Minuten. Ich muss hier, das wird sehr Es, knapp. 2 Minuten ist nicht so viel. Ich fange ganz schnell Wir, an, okay? Ich fange an. okay, wir können es versuchen, aber ja. Okay, innerhalb in 2 Minuten. Ich fange schnell wie möglich an. Bitte keine Fragen vorstellen. So, ich fange jetzt an. Okay. Herr Rudolf Ruin, ich fasse nochmals kurz zu Ihrer Sicherheit die wichtigsten Punkte zusammen, damit Sie auch nur das erhalten, was wir besprochen haben, und zeichnen das Gespräch ab jetzt auf. Damit sind Sie einverstanden. Ja. Ich spreche mit Herrn Rudolf Ruin. Sie sind Geborener. 4.9.94. Nach Ihrer Opt-in-Zustimmung am 2.10.2023, also heute haben Sie das Gespräch mit, also mit mir gerade, richtig? Was ist Opt-in? Was bitte? Was heißt Opt-in? Ich kenne das Wort nicht. Also, heute ist die 2.10.2023 habe ich Ihnen, die Aufzeichnung habe ich jetzt gestoppt, weil Sie inzwischen die Frage vorgestellt haben. Nach Ihrer Opt-in-Zustimmung, also heute, ist die 2.10.2023. Ja, Herr Ruin. ich kenne bloß die Definition von Opt-in nicht. Was ist Opt-in? Habe ich noch nie gehört. Dass es heute ist, das heißt das. Opt-in Das ist heißt, ein. welches Datum, welcher Tag ist, oder wie?
Ja, genau. Nämlich, das benutzen wir am meisten. Das ist eine Verkürzung von dem täglichen Tag, also von heute. Nee, opt-in ist Englisch und das Gegenteil von opt-out. Opt-in ist, dass man zustimmt, bei etwas dabei zu sein. In diesem Fall im Kontext einer Werbeerlaubnis. Ich fand fand ganz ganz gut. gut. Es wird so klappen. Ich glaube, wir schaffen das nicht nochmal, weil ich muss in 2 Minuten muss ich schon weg. Aber wenn Sie Fragen vorstellen, dann kann ich nicht rauskommen. Ja, Bitte das keine tut mir auch Fragen leid, aber stellen. ich kann ja auch nicht Ja sagen, wenn ich nicht weiß, was Ihre Frage bedeutet. Verstehen Sie? Sie müssen ja sowieso, fragen Sie mal Ihren Chef wegen den 10 Bitcoin und wegen der anderen Sache und dann rufen Sie einfach später Okay. nochmal an. Ich muss jetzt wirklich los. Aber vielen Dank für Ihre Geduld und auch für den netten Anruf und. Wann soll ich mich bei Ihnen melden, Herr Ruin? Also ich bin so in einer halben Stunde bin ich wieder da. In halbe Stunde melde ich mich dann noch einmal an. Okay? Klar dann. Super. Ich bedanke mich. 12:45 Danke. Uhr, bis später dann. Bis später. Tschüss. Tschüss. Hallo. Herr Ruin, ich bin's wieder. Herr Ruin. Ah, hallo. Hallo. Herr Ruin, ich habe vorhin eine E-Mail zugesendet zu meinem Vorgesetzter und habe gefragt, ob wir Ihnen behilflich sein können. Meine Vorgesetzter, Herr Schröder, hat mir gesagt, jetzt nicht, aber in ein paar Stunden wird meine Vorgesetzter mit Ihnen sich per E-Mail unterhalten. Okay? Okay, ich kann nach der E-Mail schauen, wenn Sie wollen. Ja, das werden Sie nachschauen, aber jetzt nicht, weil er wird in ein paar Stunden wieder hier sein, Herr Rui. Dann fange ich mit der Aufzeichnung an. Wie gesagt, haben Sie umsonst eine Frage, Herr Rui? Ah ja, genau, ich habe versucht, Sie zurückzurufen, weil ich war schon früher wieder da. Da hat Herr er Rui, gesagt, die Nummer ist nicht vergeben. wir rufen täglich, immer würden. Also wir sind immer belästigt geworden und deshalb müssen wir unsere Nummer nicht rausgeben. Aber allertrotz, wenn Sie wünschen, kann ich unsere Nummer zu Ihnen noch einmal geben. Aber wie gesagt, Das wäre ganz lieb von Ihnen. per E-Mail können Sie uns noch mehr erreichen, Herr Ruin. Also mit dem Telefon wird niemand uns erreichen, nämlich wir rufen täglich immer die Kunden, die Bürger an. Und deshalb werden Sie wahrscheinlich nicht uns erreichen. Ich werde jetzt mehrere Male auf so dumme Arten und Weisen die Aufnahme kaputt machen, wie ich es, glaube ich, noch nie in einem Video geschafft habe. Dann fange ich an. Okay. Ich bitte Ihnen inzwischen keine Fragen vorstellen, sonst muss ich jetzt stoppen und wieder von Anfang anfangen. Herr Rudolf Ruin, mein Name ist Nicole Lender von der Kontrollabteilung Maxi Service Deutschland. Herr Rudolf Ruin, ich fasse nochmals kurz zu Ihrer Sicherheit die wichtigsten Punkte zusammen, damit Sie auch nur das erhalten, was wir besprochen haben, und zeichnen das Gespräch ab jetzt auf. Damit sind Sie einverstanden. Ja. Ich spreche mit Herrn Rudolf Ruin. Sie sind geboren am 4.9.94. und Sie wohnen in der Straße, Postleitzahl, Ort ist Langer Weg, 42 49 453 vom Diekel, richtig? Ja. Nach Ihrer Opt-in-Zustimmung am 2.10.2023, also heute haben Sie das Gespräch mit Nicole Lender von der Kontrollabteilung von Maxi Service Deutschland, also mit mir gerade, richtig? Ja. Ab dem 1.12.2023 nehmen Sie mit Ihrer GbR-Spielgemeinschaft an der Lotterie Euromillions teil. Mit 120 Tipp rein pro Ziehung gegen Dienstag und Freitag steigt Ihre persönliche Gewinnchance um etwa 9.000% gegenüber dem Einzelspiel. Die Bankverbindung für das SEPA-Lastschriftverfahren, das Sie uns hier mitteilen, ist bei der Bankname, bitte. Commerzbank Lübeck. Die dazugehörige IBAN-Nummer lautet DE. Weiter, bitte. 41, 412 und dann die letzten drei Zahlen sind 533, hatten Sie gesagt. Die ganze bitte, Herr Ruin. Ach so, die weiß ich nicht auswendig. Ach so. Dann nehmen Sie Ach. einen Stift und Zettel. Ich werde es von Ihnen zustimmen, damit Sie es aufschreiben können. Also die Aufzeichnung habe ich jetzt gestoppt. Das ist die DE 41 Ja. 2, 3. Ja. 03 04 Ja. 48 48? 97. Ja, Sind Sie sicher? 48. 48? Ja, Ich also glaube nicht. 41 23 Ja. 04 00 So, 02 22 02. Ja, 48. 59. Nein, nach dem 48 kommt 97 5 5 3 3. Kann sein, dass das richtig ist, kann aber sein, dass das falsch ist. Soll ich kurz meine Bankkarte holen und selber Natürlich, nachschauen? natürlich, Okay. damit wir es vergleichen können. Ich meine, Okay, wenn Sie da dann die warten. falschen Bankdaten haben, dann können auch die Natürlich, Bankdaten nehmen, natürlich. dann sollen Sie einfach von dem Konto abbuchen. Das ist ja Okay, noch besser, kein Problem, oder? haben wir schon genügend. Okay, ich warte dann ab. Ja, okay, dann ich hole kurz diese Bankkarte. Okay. Also meine Aufnahme läuft jetzt noch, oder haben Sie die schon gestoppt? Muss ich mich beeilen, Ja, oder? die Aufzeichnung habe ich gestoppt, Ach so, ich weil nicht, Sie okay. Ihre IBAN noch nicht
dabei haben, deshalb. Guck, das hätten wir jetzt beim letzten Mal vorhin überhaupt nicht geschafft in der Zeit so schnell. So, hier habe ich sie. Also, das ist die 4123 Ja. 0400 Null, zwei, vier, acht, neun, sieben, 2202. fünf, fünf und drei, Ja, drei. also die 48 ist dann richtig. Ja, Dann, das ist aber nicht mein Konto, sondern das Konto von meiner Ex-Freundin, weil wir haben uns getrennt. ja, schon, aber aller trotz, das muss gelöscht werden sein, Herr Ruiz, deshalb. Dann fange ich an. Sind Sie soweit? Nicht meine, also dann muss ich das nicht bezahlen oder dann ich weiß nicht, meine, ich kann ja nicht Ihnen die Erlaubnis geben, das von jemandem Konto von jemand anders abzubuchen, oder? Geht das? Also ob es abgebucht, es muss nicht abgebucht, Herr Ruin. Es muss gelöscht werden sein. Ja, genau, Ja, aber die die. Bankdaten, das sind nicht meine Bankdaten, sondern ich hatte mit meiner Ex-Freundin, wir hatten ein Konto zusammen. Aber dann sind ganz schlimme Sachen passiert. Also ich hatte eine Katze und die hatte als Babykatzen hatte die Drillinge und meine Freundin hat die einfach verkauft, ohne mich zu fragen. Und dann haben wir uns getrennt und seitdem haben wir auch kein Konto mehr zusammen. Das heißt, ich kann jetzt Aber nicht, ich habe keine Erlaubnis für dieses Konto. Das Konto war früher mal, war das auf meinen Namen, aber die hat mich da jetzt rausgestrichen. Das heißt, wenn sie versuchen, mit meinem Namen was von dem Konto abzubauen, buchen wird das storniert, dann müssen wir den Namen von meiner Freundin nehmen oder dann müssen wir was anderes machen. nee, das ist nicht Problem. Hauptsache, die Daten muss storniert sein, Herr Ruin. Das ist die wichtigste. Okay, also solange kein Geld abgebucht wird, sondern nur Natürlich, storniert wird, natürlich. ja, okay, Ja, weil nur. jede Abbuchung wird einfach geblockt, dann kriegen sie QC nicht, okay, dann kriegen sie Kein einfach eine Problem, Stornierung. kein Okay, Problem. ja gut. Hauptsache, die ganze muss gelöscht werden sein, okay? Okay. Dann fange ich an. Ja. Die dazugehörige IBAN-Nummer lautet DE, weiter bitte. 4123 04 33. Und Kontoinhaber sind Sie selbst, richtig? Ja, nee, ist ja meine Freundin. Die Aufzeichnung habe ich wieder gestoppt. Dann müssen Sie es so zustimmen, Herr Ruin. Ich und meine Freundin. Ach, ja, aber ist ja, sie hat mich runtergenommen, sie hat mich rausgeschmissen aus dem Konto. Ich darf nicht mehr von Das, dem Konto ja, abbuchen. kann sein. Kann sein. Das ist. Ach so, soll ich einfach lügen? Also, damit ich die ganze stornieren kann, Ja. Herr Ach Ruin. so, also die Deshalb. Gewinnspiele, die stornieren dann auch, muss ich einfach ja sagen. Natürlich. Aber Natürlich. ich verstehen Sie, mir Damit wurde ich. beigebracht, du sollst nicht lügen, ist ja so das vierte Gebot, oder? Nee. Also Hauptsache die Wahrheit ist, dass die IBAN, die Konto, die BIC, das ist ihre. Wir müssen Wie eine wär's? Anzeige starten zu Nein, dem wie wär's damit? Ich kann ja Gewinnspiel. sagen, das war mein Konto, so Vergangenheitsform. Geht das? Also ich und meine Freundin können Sie auch sagen. Das ist die Lösung. Aber Ich das und ist meine gelogen. Freundin. Es ist nur noch mein. Früher war es ich Aber und meine Freundin. es war doch früher ihre und ihre Freundin, IBAN. Das stimmt Ja. doch, oder? Das ist Ja. eine Wahrheit dann. Dann müssen Sie es so Okay, das zustimmen. heißt, Ich wenn. und meine Freundin. Okay, aber Ja. dann muss ich sagen, früher oder war in Vergangenheitsform. Also. Nein, das müssen Sie nicht. Also, das war früher Ihre und Ihre Freundin IBAN-Nummer. Und deshalb müssen Sie es so zustimmen. Ich und meine Freundin, Herr Ruin. Okay? Es war nämlich damals Ihre und Ihre Freundin Okay, IBAN. Das also stimmt Sie doch. fragen mich, Sie sind jetzt der Kontoinhaber und dann sage ich, ja, damals ich und meine Freundin. Nee, einfach ich und meine Freundin. Aber das ist ja gelogen. Das war nämlich damals. Aber Ich das, bin ja kein aber das. böser Mensch, ich will ja nicht lügen oder so. Nee, aber das war damals ihre und ihre Freundin. Wenn ich Sie frage, wie alt sind Sie, und Sie sagen, ich bin 20 Jahre alt, und dann kommt Ja. später raus, Sie sind 40 Jahre, und dann sagen Sie mir, ja, aber ich war mal 20 Jahre, dann ist das ja trotzdem gelogen. Nee, Herr Ruiz, Sie haben mich nicht verstanden. Hauptsache, die IBAN, das Ja. ist Ihre Privatnummer. Das war auch früher Ihre IBAN-Nummer mit Genau, und Ihrem jetzt ist es Freundin. nicht mehr meine IBAN-Nummer. Die hat mich Aber jetzt, rausgeschmissen. Eiskalt. ja,
Die war eine Schlampe, die hat mich überall raus, die hat meine Zeitung gekündigt, die hat meine Katzen verkauft. Wissen Sie, was ich mit der alles durchgemacht habe? Okay, dann machen wir es so. Herr Ruin, bitte seien Sie mir nicht böse. Ich Dann, bin nicht böse, aber Sie müssen ja verstehen, ja. ich glaube ja auch gewisse Dinge. Und eine Sache, die ich halt nie machen würde, vor allem nicht am Telefon, wo die NASA zuhören kann, ist halt zu lügen. Okay. Weil mir wurde immer gesagt, dass man am Telefon immer alles ehrlich macht. Ich kann ja jetzt auch nicht so sagen, hey, mein Name ist Harry Potter und ne, ich bin Millionär und keine Ahnung, ich hab Da machen das wir es so. Eiscreme Herr Ruin, erfunden. am besten geben Sie Ja. die IBAN von Ihnen, damit ich das löschen kann. Hauptsache, mit Ihrem Ex-Freundin haben wir gar Ja, nichts mit wie wäre ihm es denn zu damit? tun. Ich sage einfach, ja, das ist mein Konto alleine Kann sein. und dann wird das ja von meiner Freundin abgebucht. Dann hat sie ja den Ärger. Das will Kann ich sein. ja. Weil die Bitch, die soll bezahlen. Die hat mich so viel Geld gekostet, die kann jetzt mal mein Lotto bezahlen. Wie wäre es damit? Okay, Ich lüge einfach in dann. der Aufnahme und sage, das ist mein Konto, weil dann wird ja bei ihr abgebucht. Ja, genau, das ist Perfekt, auch eine geil. Lösung. Dann machen wir, danke. Ja, jetzt sind Sie Okay, meine dann fange ich. Komplizen. Sie dürfen mich aber nicht so verraten und bitte nicht zur Polizei gehen oder so. Dann kriege ich den Nee, Ärger. Okay. nee, Herr Ruin, um Gottes Willen. Um Ah, Gottes egal, Willen. egal, Ja, dann gut. fange ich an. Ja, super. Okay. Herr Rudolf Ruin, ich fasse nochmals kurz zu Ihrer Sicherheit die wichtigsten Punkte zusammen, damit Sie auch noch die Bankverbindung, das SEPA-Lastschriftverfahren, das Sie uns hier mitgeteilt ist bei der Bankname, bitte. Commerzbank, Lübeck. Und Kontoinhaber sind Sie selbst, richtig? Ja, ich ganz alleine. Dann bedanke ich mich für Ihre Zeit und stoppe nun die Aufnahme. Wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Tschüss, Herr Ruin. Tschüss. Warten Sie mal, was ist denn jetzt mit der Rauslöschen und mit der Stornierung? Sie haben jetzt nur was Neues irgendwie gemacht, Nein, aber. nein, Herr Ruiz, Oder wie? also die Aufzeichnung habe ich wieder gestoppt, weil Sie inzwischen die Frage vorgestellt haben. Herr Ruiz, Ja. also die ganze muss nach dieser Teilnahme gelöscht werden sein, damit Ihre Daten von verschiedenen Glücksspielgesellschaften storniert Ja. sein muss, Herr Ja. Ruiz. Deshalb Aha. ist die Teilnahme, damit ich auch Ihre ganze Bankdaten aus dem Datenzentralbank stornieren kann. Aber als erstens, wie gesagt, ich muss Sie mit Ihren Daten auf dem sicheren Seite zulegen, damit ich eine Anzeige zu dem Gewinnspielgesellschaft starten kann. Deshalb ist die Teilnahme. Herr Ach so, Ruin, ich haben meinte, Sie. dass sie mich rauslöschen und dass sie mich aus dem Natürlich, Zentralregister rausnehmen natürlich, und so. Das haben natürlich. sie gar nicht in der Aufnahme gesagt. Ja, Und da. dass ich danach keine anderen mehr bezahlen muss. Das ist ja das Wichtigste. Deshalb Nein, mache ich nein, das nein, ja nein, alles. nein. Sie müssen gar nichts bezahlen ab dieser Minute. Sie bekommen, und außerdem, die Summe wird innerhalb in einer Woche auf Ihre IBAN, auf Ihre Bank wird es wieder überwiesen sein. Nur wegen den Prozeduren ist die Teilnahme, damit ich die ganze stornieren und löschen kann. Und innerhalb Ach in so. einer Woche bekommen Sie Ihre Einsatz wieder zurück. Okay? Ach so, nee, dann habe ich vielleicht falsch verstanden. Was ich gedacht habe, ist, dass die Aufnahme ist zu ihrer und zu meiner Sicherheit und dass ich da garantiert raus bin und dass ich aus diesem Ja, Register Sie gelöscht würden, werde. Das muss ja auch ja. in die Aufnahme, oder nicht? Nee, das sage ich doch ganz von Anfang. Also ich fasse nochmals kurz zu Ihrer Sicherheit die wichtigsten Punkte zusammen, damit Sie auch nur das erhalten, was wir besprochen haben, und zeichnen das Gespräch ab jetzt auf. Sage ich doch ganz von Anfang von dem Aufzeichnung. Ganz von Anfang sage ich das schon, dass es gelöscht werden sein Naja, soll, Herr Ruiz. Sie sagen, okay. Wissen Sie was? Ich vertraue Ihnen einfach. Wenn Sie sagen, dass das alles so stimmt, weil wenn ich Dann ganz fange ehrlich ich. bin, das klingt für mich gerade, also meine, Okay. ich habe mal für so Stromverträge selber telefoniert und da kriegen wir ja auch so Abschluss machen und den Text, wo Sie vorlesen, das ist eins zu eins fast genau das gleiche, wie wenn ich früher einen neuen Vertrag bei Strom gemacht habe. Deshalb. Aber ich vertraue Ihnen, wenn Sie mir hoch und heilig versprechen, dass das dann gekündigt wird, obwohl Sie das nicht in Natürlich. der Aufnahme sagen, dann Natürlich. vertraue ich Ihnen und dann machen wir das einfach so, weil. Natürlich, Herr Ruin. Okay. Also,
Wie gesagt, aber ich muss jetzt wieder von Anfang anfangen. Also, Ach, nö. weil in letzter Sekunde, weil Sie wieder eine Frage vorgestellt haben. Ich Da dachte, fange Sie ich an. wollten auflegen. Ich dachte, wir reden noch ein Ja, bisschen ich habe weiter. es nicht Ich auf, wollte. ich habe es nicht aufgelegt, nämlich weil Sie inzwischen in halbe Sekunde haben Sie wieder eine Frage vorgestellt, bevor die Aufzeichnung. Ach. Inzwischen habe ich es nicht gestoppt und deshalb muss ich ganz schnell wieder Ach von so, das Anfang heißt, anfangen. wir verabschieden uns einmal für die Aufzeichnung, aber danach reden wir noch Ja, weiter. genau, kann Okay, sein. ja. Dann Mensch, fange ich tut mir wieder leid, an. ich wollte Ihnen jetzt natürlich nicht mit Absicht die Aufnahme kaputt machen Ja, ich oder so. verstehe Sie schon. Deshalb, Verstehe Sie schon. Kein Problem, dann fange ich okay. ganz kurz wieder von Anfang an. Ja, Aber bitte super. keine Fragen vorstellen, okay? Ach, ich dachte So, nicht. okay. Herr Rudolf Ruin, mein Name ist Nicole Lender von der Kontrollabteilung Maxi Service Deutschland. Herr Rudolf Ruin, ich fasse nochmals kurz zu Ihrer Sicherheit die wichtigsten Punkte zusammen, damit Sie auch nur das erhalten, was wir besprochen haben, und zeichnen das Gespräch ab jetzt auf. Damit sind Sie einverstanden. Ja. Ich spreche mit Herrn Rudolf Ruin. Sie sind geboren am 4.9.94. und Sie wohnen in der Straße, Postleitzahl, Ort ist Langer Weg, 442 49 453 vom Diekel, richtig? Ja. Ihre Rufnummer lautet 544 199 5944. Nach Ihrer optimen Zustimmung am 2.10.2023, also heute, haben Sie das Gespräch mit Nicole Lender von der Kontrollabteilung von Maxi Service Deutschland, also mit mir gerade, richtig? Ja. Ab dem 1.12.2023 nehmen Sie mit Ihrer GbR-Spielgemeinschaft an der Lotterie Euro-Millions teil. Mit 120 Tippreihen pro Ziel jeden Dienstag und Freitag steigt Ihre persönliche Gewinnchance um etwa 9.000% gegenüber dem Einzelspiel. Die Bankverbindung für das SEPA-Lastschriftverfahren, das Sie uns hier mitteilen, ist bei der Bankname, bitte. Commerzbank Lübeck. Die dazugehörige IBAN-Nummer lautet DDE, weiter bitte. DE41-2304 9022 0248 9755 Und Kontoinhaber sind Sie selbst, richtig? 33. Ja, ich. Nur Das ich. ist auch die Bankverbindung, von der die MSD den monatlichen Beteiligungsbeitrag in Höhe von 69 Euro, wie bereits vereinbart, im Lastschrift- oder SEPA-Verfahren, das wir für Sie kostenlos umstellen, erstmalig zu Anfang 1.12.2023 abbuchen dürfen. Die Ziehung können Sie live verfolgen, jeweils dienstags und freitags um 19 Uhr auf dem Fernsehsender ORF2. Sie spielen mit einer Geld-Zurück-Garantie. Die Unterlagen erhalten Sie von Maxi Service Deutschland in den nächsten Tagen zugesandt, damit Sie dann auch alles schwarz auf weiß zur Hand haben. Herr Ruin, ich habe Sie ebenfalls darauf hingewiesen, dass alle Gewinne, die Sie erhalten, ausschließlich per Überweisung erfolgen und nicht per Kurier oder ähnlichem Bar ausgezahlt werden müssen. Dann bedanke ich mich für Ihre Zeit und stoppe nun die Aufnahme. Wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Tschüss, Herr Ich Ruin. bedanke Tschüss. mich auch. Die liegt einfach auf. Von wegen, wir reden noch weiter. Na, hoffentlich ruft die Chefin an. Ich hatte es auch überlegt, Auflösung zu machen, aber mal schauen. Vielleicht haben die 260.000 Bitcoins sie gelockt.